was steht jetzt wieder an? Es ist wieder Zeit für neue Earnings. Die neue Berichtssaison fängt an und sie startet wie immer mit Pepsi und Delta eigentlich so richtig am Donnerstag. Wir haben vorher noch Manchester United und WD40. Bei Manchester United kann ich nur sagen, diese Fußballverein-Thematiken hängen halt deutlich stärker von Ergebnissen im Fußball ab, von Transaktionen, als von ja, klassischen Quartalszahlen oder Berichten, wie wir sie sonst kennen. Wir springen deswegen rein zu WD40 und tatsächlich ist das das Unternehmen, was sehr bekannt ist für das WD40-Spray. Zuletzt eher mit etwas negativeren Momentum, das sieht man hier seit Beginn 2024 nach so einer schönen Rallye, die es seit Ende des letzten Jahres gegeben hat. Allerdings versucht sich der Kurs hier gerade wieder zu drehen. Es ist aber eher so ein Ausbruch gerade ins negative Momentum, wenn die Zahlen vielleicht auch nicht ganz passen. Nochmal mit einem Schnaps nach unten. Wir sehen hier, dass der der 7er gleitende Durchschnitt hier durch den 50er gleitenden Durchschnitt hier im Wochenchart gerade gefallen ist. Wir sind auch aus diesem Wedgie hier quasi nach unten ausgebrochen. Die Aktie versucht zwar gerade hier eine Erholung, aber ja, Quartalszahlen könnten da eventuell nochmal für weiteres Momentum sorgen. Man muss sagen, zuletzt waren die Ergebnisse eher positiv, zumindest in den letzten Quartalen. Das Momentum hat aber im letzten Quartal in Q2 hier schon ein bisschen abgenommen. Die Erwartungen sind relativ hoch ans Q3. Mal schauen, was so allen Ergebnissen dann passiert bei WD40. Pepsi ist ja auch in so einem Zickzack-Momentum immer unterwegs. Ich habe es hier mal eingezeichnet in diesem leichten Aufwärtstrend, in dem es immer wieder höhere Hochs und höhere Tiefs gibt. Dann doch dieser deutliche Ausbruch nach unten. Sehr stark getrieben auch von dem Thema Abnehmspritzen, wovor wir jetzt vor 2 Wochen ziemlich viel zu gesprochen hatten. Jetzt gibt es hier wieder so ein eher negatives Momentum. Es könnte gegebenenfalls aber auch wieder in so einen Zickzack-Modus wie in der Vergangenheit übergehen. Quartalszahlen werden ja weitere Neuigkeiten bringen. Zuletzt muss man sagen, waren die auch eher etwas positiver als gedacht. Das sieht man hier an den letzten Ergebnissen. Die Erwartungen aber auch hier fürs Q2 relativ hoch, wobei das Q2 tendenziell auch ein stärkeres von Pepsi ist. Bleibt weiter spannend. Wir schauen nochmal auf Delta. Denn auch die sind natürlich sehr, sehr zyklisch. Haben wir auch hier öfter schon mal thematisiert und analysiert. Zeigen immer so im ersten Momentum, wie steht es gerade generell um den Flugsektor. Da haben wir ja viel Bewegung gesehen. American Airlines war stark in den Zahlen oder ist stark in dem Fokus wegen der Zahlen von American Airlines. Die waren mal sehr positiv, mal sehr negativ. Da sieht man, wie schwer es dann doch teilweise ist, dieses Fluggeschäft vorherzusagen. Delta war grundsätzlich eigentlich eher dafür weniger volatil, denn man hat weniger Abhängigkeiten hier vom Ölpreis. Wen es genauer interessiert, schaut euch die Analyse nochmal an. Ganz grundsätzlich muss man sagen, sind die Analysten hier aber sehr positiv, dass es hier eine Trendwende wieder gerade gibt. Es gibt hier relativ starke Unterstützungen auf der 45er und 42er Linie. Das Momentum ist hier auch eigentlich noch drin. Wir sehen, der gleitende Durchschnitt ist hier auch noch ein bisschen vom 50er Durchschnitt entfernt. Und der Konsens ist generell sehr, sehr stark, was das Thema Reisen betrifft. Und das ist auch so ein bisschen das, was eigentlich teilweise zumindest in den Medien wiedergegeben wird. Die Erwartungen, muss man sagen, sind aber relativ hoch. Auch hier ans Q2 ist zwar auch immer wieder ein starkes Quartal, zeigt aber so ein bisschen, wie das Buchungsverhalten sich im Sommer entwickelt. Also bleibt weiter spannend bei Delta Airlines. Danach legen die Banken so richtig los. In dem Fall ist das JP Morgan. Hier kann man nicht viel zu sagen, außer dass es hier natürlich im September oder seit dem September eine relativ starke Erholung gab. Hier eine Konsolidierung, dann hier oben wieder eine, jetzt doch aber wieder mit weiterem positiven Momentum. Auf Höchstkursen kann man so sagen. Auch die Analysten sind hier relativ positiv. JP Morgan überrascht ja meistens mit dann doch stärkeren Ergebnissen. Dementsprechend bleibt es spannend zu sehen, was diesmal passieren wird. Und auch Fastenal ist ja im Fokus, muss man sagen, schöner Aufwärtstrend, der hier eigentlich zu sehen ist. Eine Korrektur jetzt zu sehen seit März ungefähr diesen Jahres und ja eventuell ein Stoppmomentum, was sich hier aktuell zumindest bilden könnte. Wir haben hier den Widerstand, wir haben den gleitenden Durchschnitt, wir haben den Aufwärtstrend, also relativ viel, was hier passiert um die 60er Linie. Dazu dann Ergebnisse Ende der Woche. Analysten
sind sich noch uneins. Man konnte das Ergebnis bisher auch relativ gut vorhersagen. Bleibt also weiter spannend. Was ich im Kern sagen will, es ist wieder Earnings Season, es wird also wieder generell spannend und das sieht man auch an den Zahlen, die zusätzlich noch rauskommen. Wir haben Inflationsraten diese Woche, insbesondere natürlich in den USA mit sehr, sehr starkem Fokus drauf. Wir haben weitere Daten auch zum Verbrauchervertrauen Ende der Woche. Es wird also nicht langweilig an den Märkten, auch nicht bei uns. Wir schauen uns am Donnerstag mal wieder das Thema Bergbau genau an. Morgens mit Anglo-American in dem Falle. Die sollten ja übernommen werden von dem großen Konkurrenten. Das Ganze ist jetzt doch nicht passiert. Was ist denn eigentlich so spannend an Anglo-American? Wir schauen uns das am Donnerstag an. Auch im Nachmittag schauen wir uns dann weitere Bergbauunternehmen und den generellen Sektor nochmal an. Und natürlich nächste Woche geht es dann weiter mit dem Market Roundup. Und auch das große Aktienupdate, das rückt immer näher. Infos, Mails dazu erhaltet ihr bald. Ich bin sehr gespannt, euch das Ganze vorzustellen und verabschiede mich bis dahin. Tschüss.